on the bed, taking duck face selfies right and left. We get crazy with it, we get stupid with it, we don't care if people stare when we wobble. Hallo, heute ist es mal wieder an der Zeit für ein Favoritenvideo, und zwar meine April-Favoriten. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt jedes Favoritenvideo erstmal mit einem Fazit des letzten Monats beginnen werde. Weil ich glaube, das ist ganz cool. Und ich würde sagen, ja, mein April war eigentlich ein ganz guter Monat. Ich war in Berlin, was sehr, sehr, sehr cool war. Ich habe dazu ja auch ein Follow Me Around und ein Fashion Haul gemacht, also so ein Mini Follow Me Around. Auf jeden Fall war das sehr, sehr schön. Dann musste ich seit 7. April wieder zur Uni. Das ist natürlich nicht ganz so schön, wenn man davor 6 Wochen Ferien hatte. Aber egal, das ist auch nicht so schlimm. Das Wetter ist besser geworden und ich bin seit dem 27. April ein Jahr auf YouTube. Und ich finde das so heftig, wie schnell die Zeit vergeht. Also klar, am Anfang habe ich das noch nicht so regelmäßig gemacht. Dann mal alle 2 Tage, dann mal eine Woche oder 8 Tage gar kein Video. Aber irgendwie, ja, ich bin dann so reingekommen und, oh Gott, ich liebe es. YouTube ist eine der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Und nach einem Jahr sind wir jetzt über 13.300 Leute und ich finde es so krass. Und ich freue mich eigentlich nur so total auf die nächste Zeit, auf die ganzen Videos, die ich noch drehen will. Und es schreiben mir so viele immer, dass sie sehen, wie viel Spaß ich daran habe. Und das ist so mit das größte Kompliment, was ich bekommen kann, weil es ist wirklich so, es macht mir super viel Spaß. Und ich glaube, das sollte es ja auch machen. Und deswegen sollte man auch YouTube machen und nicht aus anderen Gründen. Und ja, ich glaube, das war jetzt genug sentimentales Gelaber. Ich freue mich einfach auf die kommende Zeit und ich finde, wir beginnen jetzt mal mit meinen Beauty-Favoriten. Und zwar mit einer Sache, die ihr schon in meiner Morgenroutine gesehen habt vielleicht. Und viele haben mich gefragt, ob ich das gut finde. Und zwar habe ich mir vor ein paar Wochen die Maybelline Brow Drama Mascara gekauft und teste sie seitdem. Ich habe die Farbe Dark Blonde und bin sehr, sehr, sehr begeistert. Und ja, also das ist so ein bisschen und das ist so wie so ein ganz, ganz dünnes Mascara-Bürstchen und oben ist das so verdickt. Und ich benutze immer meinen normalen Augenbrauenstift von Essence, den ich immer benutze. Und dann gehe ich mit dieser verdickten Seite da über meine Augenbrauen. Ich habe die heute jetzt auch benutzt und ich finde, sie sieht sehr schön aus. Man soll übrigens mit dieser dünnen Seite hier an die Enden gehen, damit man da so präzise arbeiten kann. Aber ich check das irgendwie nicht, weil dann kommt man ja mit der dicken Seite immer hier an seine Stirn, weil ich kann das ja nicht so halten. Ja, aber egal. Auf jeden Fall finde ich es trotzdem sehr, sehr gut. Ein sehr gutes Produkt. Die Farbe passt auch sehr gut zu meinen Augenbrauen. Und es gibt noch 2 andere Farben, also Medium Brown und Dark Brown. Und das Ganze kostet 6,95 €. Und wenn es 20% auf Maybelline gibt, bei Rossmann oder so, dann sollte man auf jeden Fall das mal ausprobieren, wenn man ein gutes Augenbrauengel sucht, was farbig ist. Ja. Meinen zweiten Beauty-Favoriten habe ich schon seit 1,5 Monaten, glaube ich, aber habe euch davon noch gar nichts erzählt, beziehungsweise es irgendwie gezeigt oder geinstagrammt oder so, weil ich es auf jeden Fall ausgiebig ausprobieren wollte, weil es ein sehr teures Produkt ist. Und zwar handelt es sich um ein Chanel-Produkt. Und zwar ist es die Chanel Vita Lumia Aqua Foundation, die ja auch super, super gehypt ist auf YouTube. Aber ich wollte, wie gesagt, noch nichts dazu sagen, bevor ich sie nicht richtig getestet habe. Und wie man sieht, sie ist ein Favorit, sonst wäre sie nicht in diesem Favoritenvideo. Und ich bin absolut begeistert. Es ist die beste Foundation, die ich je hatte. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Foundations ich schon ausprobiert habe. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist, dass mir genau das passiert ist, was einem nicht passieren sollte. Ich habe mich von dem Kunstlicht in diesem Duty-Free-Shop am Flughafen etwas blenden lassen und dachte so, boah, das ist die beste Farbe, die du je ausgesucht hast, weil ich habe mich nicht matchen lassen. Naja, also ich habe jetzt die Farbe 30 Beige und sie passt auf jeden Fall zu meinem Hautton. Sie passt noch ein bisschen besser, wenn jetzt 3 Sonnenstrahlen rauskommen. Und als ich aus dem Urlaub wieder kam, war sie noch ein bisschen besser. Aber ich hoffe ja auf gutes Wetter und dann passt sie auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die hat nämlich Lichtschutzfaktor 15. Ich trage sie auch heute. Ich habe sie einfach ganz normal verblendet. Also ist jetzt kein großer Unterschied. Und man kann jetzt nicht sagen, boah, du trägst jetzt voll das falsche Make-up. Überhaupt nicht. Das Make-up hat eine total natürliche Deckkraft. Man kann es auf jeden Fall auch aufbauen, wenn man das wollen würde. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich immer Angst habe, es zu verschwenden. Auf jeden Fall muss man so schütteln. So shake it, shake it, shake it. Ne? Wisst, was ich meine? Weil da ist so eine Kugel drin und das Wasser muss sich mit dem Rest, was da so drin ist, auf jeden Fall vermischen. Ansonsten hat man nämlich eine ganz komische Farbe und zwar so komische Flüssigkeiten. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert von dem Make-up, vor allem von dem Finish und ich habe davon noch keine Rötung, Pickel oder sonstiges bekommen. Und bei einer Sache, die man sich so aufs ganze Gesicht schmiert, da kann ich es am ehesten verkraften, so viel Geld für etwas zu bezahlen. Kommen wir jetzt noch schnell zu meinem letzten Beauty-Favoriten und das ist sozusagen gar nicht mein Favorit, sondern der meiner Mutter, weil die eben so zu mir meinte, oh ja, wenn du gleich dein Favoritenvideo drehst, dann zeig doch mal die Pinsel, weil die sind voll gut und ich kann sie auf jeden Fall sehr empfehlen. Und dann dachte ich so, okay, weil ich habe sie schließlich auch ausgesucht. Und zwar handelt es sich um das
zu Eva Bamboo Set. Das habe ich ihr nämlich zum Geburtstag geschenkt. Hier sind 12 Pinsel drin und da ist wirklich alles dabei, was man braucht. Also hier ist ein Puderpinsel, ein Foundationpinsel, Blushpinsel, mehrere Augenpinsel, sogar ein Falloutpinsel und. Und ich habe ihr das bestellt, weil sie zwar super viel Schminke hat und sich auch super gerne schminkt und das auch eigentlich sehr, sehr gut kann, aber vernünftige Pinsel hatte sie noch nie. Und ich dachte mir so, Mama, jetzt wird es Zeit. Und deswegen habe ich ihr das zum Geburtstag geschenkt. Ich habe es bei Zu Eva online bestellt und das hat mit Versand 33,50 Euro gekostet, was ich vollkommen okay finde für 12 Pinsel. Und meine Mutter ist sehr begeistert, weil man, wie gesagt, einfach alles dabei hat und weil die Pinsel auch mega weich sind und auch super leicht zu waschen. Und ja, deswegen habe ich es natürlich auch ausgesucht, weil ich mir das fast gedacht hatte und weil ich auch schon sehr, sehr viel Gutes davon gehört habe und habe mich natürlich total gefreut, dass sie wirklich so begeistert davon war. Kommen wir jetzt zu meinen Food-Favoriten. Eigentlich wollte ich euch ja jetzt immer ein Rezept in meinen Favoriten-Videos zeigen, aber dieses Mal habe ich kein Rezept, sondern was viel Besseres. Und zwar ta-ta-ta-ta! Babygläschen. Oh mein Gott, ich habe Babygläschen wieder für mich entdeckt. Ich liebe diese Fruchtbabygläschen. Also jetzt nicht diese Nudeln, Fischsachen, Fleisch, sowas jetzt nicht. Ich habe jetzt hier von Baby Vita Pflaume mit Birne und das schmeckt wie Weihnachten in einem Glas. Oh mein Gott, so lecker. Ich habe schon tausend andere ausprobiert mit Joghurt und mit Pfirsich und Maracuja und Erdbeere und Apfel und. Und ich stehe jetzt immer vorm Regal im Supermarkt und suche nach irgendwelchen neuen coolen Sorten. Und ich finde das nicht nur super praktisch halt zu mitnehmen für die Uni oder Schule oder wie auch immer, sondern ich finde es halt auch super gut, um Obst zu essen. Und das in Breiform. Und da sind einfach super wenig Inhaltsstoffe drin, sondern es ist einfach nur Pflaume mit Birne. Und was für Babys gut ist, ist ja für uns auch nicht schlecht. Und deswegen habe ich meine Liebe für Babygläser wiederentdeckt. Und mein zweiter Food-Favorit ist richtig random. Und zwar sind es Lollis. Und die habe ich letztens bei Edeka entdeckt. Da gab es super viele verschiedene Lollis. Und ich habe mir 5 Stück gekauft. 2 sind noch übrig. Das ist jetzt Kirschbanane und das ist Himbeere mit Brausepulver gefüllt. Ich hatte noch Schoko-Vanille, Schoko-Minze. Und es gibt einfach so viele coole Sorten. Und ich weiß nicht, ich mutiere irgendwie zum Kleinkind zurück mit meinen Babygläsern und den Lollis. Aber ja, egal. 25 Cent haben die pro Stück gekostet und ich weiß auch nicht warum, aber ich liebe sie und irgendwie ist das ein cooler Snack zwischendurch. So nach dem Mittagessen habe ich Hunger auf Süßigkeiten, aber mal auf was anderes als Schokolade und dann kommen die irgendwie genau richtig. Kommen wir jetzt zu einer App bzw. zu einer Sache, die ich euch unbedingt erzählen wollte. Und Leute, einen Moment. Wehe, jetzt schaltet jemand weg. Demi Lovato plant ihre Europa-Tour. Oh mein Gott, ich habe mich so gefreut, wie so ein kleines Kind. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das Ganze macht sie nämlich abhängig davon, wo die meisten Lovadics sind. Und sie arbeitet mit Shazam zusammen. Das ist eine App, die bestimmt schon einige von euch kennen. Das ist eine Musikerkennungs-App, die man sich einfach runterlädt und dann drückt man auf Shazam. Und wenn ein Lied läuft, dann sucht die App eben danach nach dem Titel und man kann es da kaufen und sich anhören und man kann sich auch die Lyrics anhören. Und. Das Einzige, was man machen soll, ist, dass man jedes Mal, wenn man ihr Lied Neon Lights im Radio hört, dass man Shazam anschaltet, das Lied sozusagen shazamt und dann speichert die App alle Informationen, die sie braucht. Und dann wird am Ende festgestellt, wo die meisten Fans sind sozusagen. Also so habe ich das zumindest verstanden. Wenn ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich habe ihn nämlich gefragt, ob ich nicht einfach auch bei mir Neon Lights anmachen kann und dann Shazam daran halten kann, weil woher weiß die App, dass das gerade im Radio lief, beziehungsweise wo ich das gehört habe. Das ist ein bisschen komisch. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr glaubt, wie das abläuft. Ich habe irgendwie keinen Plan. Auf jeden Fall läuft die Aktion 3 Wochen und läuft jetzt seit ein paar Tagen. Und ich hoffe wirklich, dass sie irgendwo nach Deutschland kommt. Es ist egal, in welche Stadt. Ich komme auf jeden Fall dahin. Ich bin ein wirklich sehr, sehr großer Fan. Und ja, ich hoffe wirklich, dass das Ganze klappt. Und bin sehr gespannt, ob sie nach Deutschland kommt. Eigentlich wollte ich euch in meinen Favoritenvideos ja auch immer ein Outfit zeigen, was ich besonders gerne getragen habe. Aber diesmal habe ich einfach kein Outfit gefunden, was ich irgendwie öfter getragen habe als sonst. Und deswegen habe ich mich doch diesmal für ein Accessoire entschieden, was ich euch zeigen wollte. Und zwar kennt ihr das vielleicht schon aus meinem Berlin Haul. Und zwar diese Kette. Das ist einfach so eine richtig schöne Statement-Kette, die ich super schön finde, für die ich schon super viele Komplimente bekommen habe. Ich finde dieses Korallfarbene mit dem Gold total schön und total sommerlich und frühlingshaft. Die peppt einfach jedes Outfit auf. Die habe ich bei Forever 21 in Berlin gekauft. Die gibt es, glaube ich, noch im Online-Shop. Ich werde das auf jeden Fall mal suchen und eventuell euch dann unten in der Infobox verlinken. Also schaut da mal vorbei. Und die hat 10,90 Euro gekostet. Und die Qualität ist auf jeden Fall ziemlich gut. Das ist auch nicht so Plastik oder so, sondern schon irgendwas anderes. Also es ist relativ schwer. Und deswegen verbiegt sich das auch nicht und bleibt auf jeden Fall in dieser Form. Und ich liebe sie und habe die auf jeden Fall einige Male im April getragen. Kommen wir jetzt noch zu meinen Lieblingssongs. Und der April war ein sehr, sehr guter musikalischer Monat, würde ich sagen. Ich habe sehr viele neue Songs entdeckt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich wieder so viel Bahn gefahren bin. Auf jeden Fall, ich kann ihn leider immer nicht aussprechen, von Ed Sheeran. Ich glaube, der heißt so.
die neue Single Sing. Das Album kommt erst im Juni oder Juli oder so raus. Auf jeden Fall ist das eine neue Single. Und oh mein Gott, ich habe das durch einen Instagram-Post von Selena Gomez entdeckt. Und ich liebe das Lied, das müsst ihr euch unbedingt anhören. Ich verlinke natürlich alle Lieder unten in der Infobox. Dann habe ich noch durch eine Freundin Pia Mia entdeckt. Die hat das irgendwie bei Soundcloud immer gehört. Und da habe ich zwei Lieder sehr gerne gehört. Einmal Complicated und Red Love. Super Songs, müsst ihr euch auch unbedingt anhören. Und dann habe ich noch die Songs von Fifth Harmony entdeckt. Die haben in den USA bei X Factor mitgemacht, als Demi auch in der Jury saß. Und das sind fünf Mädels und mein Lieblingssongs von denen ist Me and My Girls. Song einfach, weil er super gute Laune macht und da sind noch zwei, drei andere, die ich richtig gut finde. Ich verlinke euch, glaube ich, noch ein paar mehr in der Infobox, da solltet ihr so auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ansonsten waren das jetzt alle meine Favoriten aus dem Monat April. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir wie immer, was eure Favoriten waren. Am besten immer Musikfavoriten, weil ich immer neue Musik suche für lange Bahnfahrten und ich hasse Bahnfahren und deswegen ist so Musik hören das Beste, was man dabei machen kann. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!